Ja, moin und herzlich willkommen hier auf Toffis Kanal. Ja, und da steht's, die schottische Furche. Heute noch zeitgemäß. Die Frage werdet ihr euch sicherlich auch gestellt haben und darum geht's heute. Ja, ich bin ein Freund von Fußballtaktiken, also der strategische Ansatz interessiert mich sehr. Mich interessieren verschiedene Spielsysteme, wie die interpretiert werden, Verschiebung der Mannschaften, wie wir das offensiv-defensiv ausgeprägt. Und ja, das ist so ein bisschen das, was mich interessiert. Deswegen habe ich schon seit jeher auch immer gerne Fußballmanager gespielt. Also ob es damals der EA Sport Fußballmanager war oder noch älter, Hattrick oder Anstoß, solche Dinge habe ich immer schon sehr gerne gespielt. Und im Hintergrund seht ihr auch schon das, was ich aktuell spiele, nämlich den Football Manager 2022 mit meinem eigenen Team. Da haben wir es hier, ne? Da steht hier Toffield United, da oben steht auch nochmal, Toffield United. Wir haben auch so ein eigenes Team quasi im Hattrick, Quatsch, im Football Manager 2022 integriert. Wir spielen mit Toffield United in der vierten schottischen Liga. Und was ihr da im Hintergrund gerade seht, das ist unser Heimspiel gegen Stenhouse Muir. Und naja, warum erzähle ich das jetzt hier? Ich probiere halt auch gerne dann solche Spielsysteme auch einfach mal im Football Manager aus. Und ihr wisst ja, ich bin Schalker und ich habe also beim Football Manager 2021 damit mal angefangen und habe gedacht, Mensch, verschiedene Taktiken auch so probieren. Wie wär's denn mal mit einer Schalke-Taktik? Ne? Also die Schalke-Taktik von 1958, mit der die Schalker dann beim 3:0 gegen den HSV Meister geworden sind. Und wenn man sich das mal anschaut hier, diese Taktiken, ein Tor gefallen durch Mike Mihl und dann Stürmer. Sieht man das, wir haben zwei defensive Spieler hier, drei im Mittelfeld, sagen wir mal, und fünf Offensive. Und das ist halt sehr interessant. Und ich habe gedacht, wo kommt dieses Spielsystem her? Das ist, wie gesagt, von 1958. Erstaunlicherweise hat der HSV exakt das gleiche Spielsystem gespielt. Also das muss man auch dazu sagen. Die haben auch das 2-3-5, wenn man so will, gespielt. Und das fand ich insofern ganz interessant. Und naja, also ein sehr ungewöhnliches Spielsystem. Und dann habe ich mir gedacht, dann recherchiere ich doch mal. Und dann bin ich halt drauf gekommen, das ist die schottische Furche. Und da war die Frage gestellt, na, ist die schottische Furche heute noch zeitgemäß, ja oder nein? Und was ist das überhaupt? Wie sah es vorher vielleicht aus? Ne? Also man muss das dazu sagen, das ist ein Spielsystem aus dem 19. Jahrhundert, also schon sehr, sehr alt quasi. Und vorher sah es aus, ja, es gab quasi reine Manndeckung. England zum Beispiel hat da mit einem Spielsystem gespielt, das sich 1-2-7 nannte. Und naja, früher gab es halt eben keine klare Zuweisung und Aufgabenverteilung der Spieler. Ja, das war so ein bisschen schwierig. Also, ich kenne das halt von den heutigen Jugendmannschaften ja alle hinter einem Ball. So schlimm war es natürlich nicht, das ist klar. Aber es wurde damals schon relativ schnell klar, dass eben verschiedene Aufstellungen auch einen räumlichen und spielerischen Vorteil im Spiel verschaffen können. Und England war eigentlich immer dominant, Mutterland des Fußballs, ihr kennt das. Aber dann war es eben möglich, dass Schottland tatsächlich mit der schottischen Furche das englische 1-2-7-System geschlagen hat. Und eigentlich hat Schottland die vermeintlich schwächeren, schlechteren Spieler gehabt. Aber durch die Weiterentwicklung dieses Spielsystems hat Schottland eben es geschafft, die dominanten Engländer dann damit eben ja, zu schlagen. Und diese Erkenntnis war quasi das Fundament für alle taktischen geprägten Spielsysteme heutzutage. Und wir schauen einfach mal drauf, wie sieht denn eigentlich so eine schottische Furche überhaupt aus? Ja, das ist die schottische Furche. Ihr seht Keeper, logischerweise, da haben wir hier zwei Fullbacks, Innenverteidiger. Dann haben wir hier drei Halfbacks, oder man hätte früher jetzt auch Läufer, linker Mittelläufer und rechter Läufer genannt. Und vorne gab es halt eben fünf Offensive, die dann eben vorne unterwegs waren. Und dann habe ich mir gedacht, naja, dann probier das doch mal aus. Ja, also diese Dreiecksform gibt dem Ganzen natürlich seinen Namen, die schottische Furche. Und prägend war dieses Spiel deswegen, weil es ein auf Kurzpassspiel ausgerichtetes Spiel war. Also ne, heutzutage Tiki-Taka. Und ja, diese zusätzliche Weiterentwicklung, die es bei diesem System noch gab, war eben keine reine Manndeckung mehr, sondern alle Spieler im System haben eine offensive und defensive Aufgabe gehabt. Also ist quasi so, wie es heute auch gang und gäbe ist. Und dieser Ansatz war für das 19. Jahrhundert natürlich revolutionär. Und daher gilt die schottische Furche tatsächlich als das allererste Spielsystem, was es gibt. Klar hätte dieses Spielsystem heutzutage kaum noch eine Chance, das ist auch klar.
Dafür haben sich natürlich die Spieler, der Fußball an sich, die Trainer, aber auch die Taktik natürlich sehr viel weiterentwickelt und sind eben wesentlich variabler geworden. Gerade auf den Außenverteidigerpositionen sehe ich es wahrscheinlich ein bisschen schwierig aus. Dennoch haben wir überlegt, und zwar habe ich dieses System dann einfach auch im Football Manager 22 umgesetzt. Und ihr seht das hier, wir spielen mit zwei Innenverteidigern, drei zentralen Mittelfeldspielern. Die variiere ich auch tatsächlich mal. Überwiegend stehen die auf Verteidigen. Ich kann aber auch mal einen auf Angriff setzen oder ich spiele dann einen als Box-to-Box oder auch als zurückgezogener Spielmacher. Da kann man das also variabel entsprechend gestalten. Und wir sind in der schottischen vierten Liga tatsächlich gar nicht so unerfolgreich. Wir sind nämlich Tabellenführer aktuell. Und ja, wie gesagt, über die Außen sind wir natürlich ein bisschen anfällig, das ist auch klar. Aber naja. So ist halt quasi, und das macht mir Spaß, ja, das eben so ein bisschen in das Spiel mit zu integrieren und umzusetzen und zu gucken, klappt das oder klappt das nicht. Und es klappt tatsächlich. Das Spiel, was ihr da im Hintergrund gerade seht, wie gesagt, das geht auch tatsächlich am Ende des Tages 1:0 aus. Aber insofern, also ganz erfolgreich. Ja, wir kriegen auch manchmal ein Tor rein, aber so ist es ganz okay. Aber diese schottische Furcht, ich blende sie noch mal ein hier quasi. Die hat einem eben auch sehr viel Auswirkungen auf die heutigen modernen Spielsysteme. Ja, also wie zum Beispiel ein 3-2-5 beispielsweise oder auch ein 3-4-3. Die ähneln tatsächlich diesem System zum Teil auch ein bisschen. Und außerdem die Grundidee der schottischen Furche, also das Short Passing Game, also Kurzpassspiel quasi, das ist heute noch eine gängige Philosophie. Ja, und ja, Tiki-Taka von Pep Guardiola ist, glaube ich, die absolute Weiterentwicklung dieser ganzen Geschichte. Und das ist eben das Spannende, dass man so ein ganz altes Spielsystem, also eigentlich das erste Spielsystem, was es im Fußball gegeben hat, auch heute noch irgendwo wiederfinden kann. Und das fand ich also ganz interessant. Und deswegen, ja, ist die schottische Furche auch heute noch, auch wenn es ein System aus dem 19. Jahrhundert ist, heute auch noch beachtenswert. Ja, und wer unser Team hier, unser Toffield United, gerne ein bisschen begleiten möchte, ist herzlich eingeladen. Wir spielen üblicherweise montags abends um 19 Uhr auf diesem Kanal hier oder auch auf Teufels Kanal auf Twitch. Und die Informationen, die ich euch hier gerade so mitgeteilt habe, die habe ich übrigens von der Homepage fußballtraining.de. Da habe ich mir so ein bisschen runtergezogen, mal so ein paar Themen, die ich da eben mit aufgebaut habe. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und ein Abo, würde ich mich auch darüber freuen, oder ein Follow auf Twitch. Klar, nehme ich auch gerne. Und ich sage mal, bis dann, bis zu einem der nächsten Videos. Tschüss und ciao, euer Toffi.